Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. Heute, da wollen wir uns mit einem wichtigen Thema aus der vergangenen Marktwoche befassen, wie der akute Bedarf eines Unternehmens nach Kapital zu massiven Verkäufen und einem Rückgang der Aktienkurse führen kann. Als Hauptbeispiel dient uns dabei der Fall vom Ticker ALLR, Alarity Therapeutics. Die Situation war folgende. Das Unternehmen sah sich in einer schwierigen Lage und musste dringend eine beträchtliche Geldsumme auftreiben, um bis zum 14. Mai die Vorgaben zur Eigenkapitalquote der Nasdaq wieder zu erfüllen. Und gemäß dieser Regel müssen Unternehmen ein Mindestmaß von 2,5 Millionen US-Dollar an Eigenkapital für ihre Aktionäre vorweisen. Doch der 10K-Bericht vom Ticker zeigte ein Defizit von 2,7 Millionen US-Dollar auf, was bedeutete, dass sie mehr als 5 Millionen Dollar beschaffen mussten, um die Anforderungen zu erfüllen. Und die Folge daraus, das können wir jetzt hier auf dem Chart sehr schön sehen, dieser extreme Ausverkauf. Schauen wir uns das Ganze im Intraday-Chart-Verlauf an. So, das war das Endergebnis, die Folge daraus, dieser extreme Abverkauf. Als der Aktienkurs durch ein Gap-Up rapide stieg, durch Pump News beispielsweise, nutzte der Ticker das Unternehmen die Gelegenheit, Aktien über ein At-the-Market-Angebot zu verkaufen. Sie erhöhten sogar das Volumen, das sie verkaufen konnten, indem sie neue SEC-Filings einreichten, während ihr Streubesitz wuchs. Diese Strategie war eine mögliche Umgehung der sogenannten Baby-Shelf-Rule. Diese Regel der Securities and Exchange Commission, der SEC, ermöglicht es Unternehmen, bereits registrierte Wertpapiere schrittweise zu verkaufen, ohne jedes Mal eine neue Registrierung vornehmen zu müssen. Das Ergebnis: ein massiver Ausverkauf. Und die Lehre daraus: wenn Unternehmen dringend Geld benötigen, können sie Aktien zu jedem Preis verkaufen, ohne dabei auf die Auswirkungen auf den Aktienkurs zu achten. Als Trader ist es daher entscheidend, wichtige Kommentare oder Termine im Auge zu behalten, die auf den dringenden Kapitalbedarf eines Unternehmens hinweisen könnten. Durch Informiertheit und Wachsamkeit können unerwartete Verkäufe aufgrund von Dringlichkeit vermieden und sogar zum eigenen Vorteil durch Short Trades genutzt werden. Das war auch alles zu diesem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere meinen Kanal. Mehr Infos findest du auf meiner Website. Bis zum nächsten Mal.